Am Samstag hat das neueste Stück des evangelischen Musical-Projekts Altmark Premiere in Betzendorf. Expedition MLK 381, so der etwas kryptische Titel. Der Inhalt: keine biblische Wunder- oder Jesusgeschichte. Ein Musical über Martin Luther King und über den Busboykott in Montgomery, der ja 381 Tage dauerte. Also wir machen eine Zeitreise. Pfarrerin Ute Mertens ist seit 17 Jahren ehrenamtliche theologische Leiterin beim Musical-Projekt Altmark. Neben Martin Luther King geht es um Rosa Parks, die sich vor fast 70 Jahren geweigert hat, ihren Sitzplatz im Bus für einen Weißen zu räumen. Ein Bühnenstück mit einer politischen Botschaft, sagt Ute Mertens, die ansonsten in Burg die Chefin des evangelischen Kirchenkreises Elbe-Fläming ist. Die Vielfalt aller Menschen brauchen wir. Wir sind kurz vor Kommunalwahlen, vor der Europawahl. Die Landtagswahlen rings um unser Bundesland beschäftigen uns und das Erstarken der AfD mit allen klar rassistischen Äußerungen ist etwas, wo wir etwas dagegen setzen wollen. Um die 70 Leute zwischen 8 und 60 Jahren machen mit beim Musical-Projekt Altmark, auf der Bühne oder dahinter, bei Kostümen, Technik, Musik oder Kulissen. Die Handlung des Musicals spiele zwar in den USA, aber, sagt Ute Mertens, es ist ein weltweites Thema. Rassismus ist auch bei uns Alltag. Und dagegen wollen wir ein Zeichen setzen, eine Botschaft auf die Bühne bringen. Das, was Martin Luther King als Traum hatte, dass seine Kinder nicht nach Hautfarbe, sondern nach Charakter beurteilt werden. Dieses Thema ist heute aktueller denn je. Eine Botschaft gegen Rassismus und Gewalt, aber für Mut, Versöhnung und Freundschaft. Am Samstagnachmittag um 4 ist Premiere für MLK 381 in der Sporthalle Betzendorf. Es ist vor allen Dingen ein Statement für die Mitmenschlichkeit und für die Würde des Menschen. Der letzte Satz in diesem Musical heißt: alle Menschen sind von Gott gleich erschaffen. Und genau das ist die Botschaft, die wir auf die Bühne bringen wollen. Weitere Aufführungen sind in 2 Wochen in Kamern, im August in Osterburg und dann beim Sachsen-Anhalt-Tag in Stendal. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler, Radio SAW.